Fallen hier schon die Steine von der Decke? Nö, ist alles noch beim Alten, ne? Hier ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Halt! Ach, hier rieselt der Dreck von der Decke. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Geräusch? Guti, dann speichere ich nochmal ab, aber ich werde den gleichen Speicherpunkt nehmen, oder? Nee, mache ich nicht. Nicht, dass wieder irgendwas mit der Aufnahme falsch geht. So brauche ich dann immer bloß. Ne? Guti, dann gehen wir mal wieder ab durch den Spiegel. Und gucken wir mal, ob wir. Habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie ist er nochmal? Ach, ist auch egal. So, ich glaube, hier hatte ich ja alles schon kontrolliert, ne? Genau, und dann wollte ich jetzt hier hochgehen. Weil ich glaube, Wasser kommt einem nicht so gut. Hier kommen wir nicht weiter. Hier hinten liegt nichts. Hier stehen zwei heiße Puppen. Gut, die Grütze hätte ich mir auch schon vorher holen können. Da liegt noch Munition. Hallo, sag mal, spinnst du? Ey, nicht so schnell, Junge. Dämel. Muss doch nicht gleich fallen lassen. Mensch, hab ich mich verviert eben. Jetzt kommen die schon aus den Schränken raus. Und vor allem, dann stehen sie in den Schränken mit angezündeter... alles klar. Ja. Sarah, man darf echt nicht drüber nachdenken. Was hat sie denn für eine Zündschnur? Ich komme hier gar nicht weiter. Bin ich falsch hier oder muss ich hier das verkloppen? Ah. Wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn ich jetzt wieder zurückgelaufen wäre. Oh, jetzt muss ich mich wahrscheinlich hier rüberhangeln und dann fällt hier alles zusammen. Ich werde mal lieber in die Hocke gehen. Wollen wir wetten, dass es gleich zusammenfällt? Okay, doch nicht. Das hörte sich gerade so an, als wenn hier nebenan schon wieder psst, irgendwas gezündelt wurde. Okay, ich werde mal lieber langsam reingehen. Da ist er. Ach, das war das Kapitel. Mensch. Kapitel 11. Überlebt. Nö, da brauchen... Ja, doch, wir speichern. Aber wir nehmen den gleichen Speicherstand nochmal. Jetzt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja gar nicht abspeichern brauchen. Mensch, na siehst du. Gleich den nächsten Artikel. Artikel. Gleich das nächste Kapitel. Die Fahrt. Oh, fahren wir jetzt in Urlaub? Gott sei Dank, Dick. War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir.
Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Ja. Ich kann nichts machen. So, Moment mal, das hätte ich mal vorher noch machen sollen. Das sind die normalen Bolzen. Herstellen. Was macht der denn? Nehmen? Was war denn hier nehmen? Was macht der denn hier? V. Ah, ich will jetzt nicht so viele Bolzen verballern, ey. Was, 4 Teile habe ich bloß noch? Ach ne, 14. Einen Schuss habe ich von dem Ding nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Hätte ich überhaupt schießen müssen? Hätte ich meine Munition sparen können? Was kommt jetzt? Eine Kiste. Sebastian, Sie sind über uns. Ja, genau. Nein. Lauf doch mal weg, du Idiot. Oh. Ach, Quatsch, ich wollte doch hier. Oh Gott, ich habe gar kein Leben mehr. Oh Gott. Hat das noch eine? Und dann sind das noch die Schweinebacken, die diese Maske vor der Fresse haben, dass sie so gut geschützt sind. Es kommen noch mehr. Bleibt gut, Leute. Hab ihn. Hey, wo war denn der Typ? Warte, ich bin tot. Ach, ich hab nie aufgepasst. Scheiße, ich hab nie aufgepasst. Naja, ist egal. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Jetzt. Du komm, nimm die Waffe. Sie sind über uns. Achtung, wir haben Dynamit.
Ach, der kam hier runter und ist dann gleich das Schwein. Geh in Deckung, sie schießen von oben. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich meine ganze Munition verschwenden hier. Hab ihn. Über uns. Noch mehr. Pfeffer. Ach komm, jetzt reicht's langsam. Ich habe keine Munition mehr. Gegner voraus! Überlass die mir. Jetzt haben wir wieder freie Fahrt, oder was? Das war knapp. Das war nicht knapp, Alter. Das war knapp. So, fahr, Mutti. Gib Gas mit dem halben Bus hier. Oh Mann. Jetzt habe ich so viel verschwendet hier. Hey, aber da oben lag da noch so viel Grütze. Das hätte ich gerne alles gehabt. Boah, das ist doch scheiße. Na, gleich kommt bestimmt Schwabbel wieder, wa? Na, sag ich doch. Oh, Alter. Muss man überhaupt schießen auf das Vieh? Kackt da jetzt wieder so ein kleines Ding aus? Yep. Noch 6 Schuss. Kleinviecher haben Patronen. Oh, hallo. Wozu brauchen die denn Munition? Oh, ein bisschen quatschig, ne? Dann läuft der Vieh noch hinterher. So, und mach wieder eine harte Biege und dann. Oh oh. Nein! Nein! Oh, ich hab gedacht, jetzt war es dann wieder. Ich kann wieder von vorne anfangen, aber zum Glück ist die gute Ute in einen Tunnel gefahren. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde.
Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Na ja, klar. Alter, und ich hab noch kaum Munition. Was seid ihr mit Streichhölzer? Was soll ich mit dem Schockbolzen? Okay, ich muss die Sache jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Weil wir haben kaum noch Munition. Ist das jetzt nur eine oder sind das jetzt zwei? Wehe, der kommt jetzt hierher. Ich hab's geahnt. Cool. Habe ich da wieder vier Stück gekriegt. Gott, ich hätte hier auch hinschießen können, aber... Ich denke mal, den hole ich mir jetzt. Warte mal, Flasche. Wo war jetzt die Flasche? Den werde ich mal mit einer Flasche ablenken. Halt, da liegt ja noch Grütze. Oh, kann ich hier durchkriechen? Tatsache. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Weil ich will ja so wenig wie möglich Patronen verschwenden, deswegen müsst ihr jetzt Nachsicht mit mir haben, dass ich ein bisschen länger brauche jetzt. Aber man hat ja gesehen, dass hier 10 kommen, wo man wirklich jede Munition braucht. Was? Lauf doch mal. Mensch, geh doch mal in die andere Richtung, du. Boah, ist das ein... Oh, das ist doch scheiße. Nein. Ach, Kacke. Wieso konnte der mich sehen hinter der Tonne? Das ist doch Quatsch. Verdammter Mist. Scheiße. Ach Mann, das ärgert mich jetzt schon wieder. Ich habe genau hinter der Tonne gestanden. Hätte mich gar nicht sehen können. Ach, ich hätte doch zurückgehen sollen, die Flasche holen, hätte ich es in die Ecke schmeißen sollen. Jetzt sind hier 3 Stück. Hier komme ich nicht rum, da komme ich auch nicht rum. Die Mine würde ich ganz gerne mitnehmen.
setzt sich da hinten hin, der andere ist nach links. Da geht es auch da lang.